Hey da, was geht ab, Leute? Hong hier. Es gibt ein paar krasse Neuigkeiten. Teamwechsel kommt. Ich hatte ja vor ein paar Tagen diese Theorie hochgeladen. Grüße gehen raus an Marc, einen Zuschauer, der mir diese Theorie erzählt hat. Ich wollte ihm eigentlich nicht glauben, also ich hätte das niemals berichtet. Aber zufällig hat dann auch noch Noah einen Artikel dazu geschrieben auf meiner MMO. Was hat echt ganz gut zusammengepasst hat. Und jetzt hat Krells im Code so ein Medaillon entdeckt. Aber mehr dazu gleich. Muss hier erst nochmal einen Chandelier-Raid machen. Solo. So. Rein geht's. Ich kann euch hier nirgendwo abstellen. Ich schaue mich nochmal um. Aber ich glaube nicht. Wobei. Sieht mager aus. Gruppe kreieren. Was wird uns denn so vorgeschlagen? Ich kämpfe lieber damit. Auch wenn die nicht in Top-Verfassung sind. Ein bisschen kann ich heilen. Weil eigentlich sollte ich den hier heilen und den ersten einfach sterben lassen. Ja. Schauen wir mal. Ich habe gehört, soll ziemlich leicht sein. War ja auch in der Infografik als grün markiert. Also, das Upgrade 3 machen wir, sollten reichen. Wie gesagt, schauen wir mal, wo ich euch abstellen kann. So, das sollte halbwegs funktionieren. Ich hoffe mal. Und los geht's. Bin gespannt. Das ist der Irrgarten im Lulpol Park. Da habe ich meinen ersten legendären 100er gefangen. Kyoge, wo er noch schwer zu fangen war. Okay, deswegen hat er ihn nicht mehr umgehauen. Chanera echt richtig schwach. Alter, die Machomais gehen durch wie Butter, Alter. Nix, man. Gelber Bereich, Alter. Ist er noch durchgekommen? Ah, die Attacke ist noch durchgekommen. Schade, ist nicht mehr durchgekommen. Sonst hätte ich nur 2,5 gebraucht. Was heißt 2,5? 2 1/3. 2 1/4, also der erste war ja schon fast direkt tot. Und der zweite war nicht mal voll geheilt, also. Auf jeden Fall sehr, sehr leicht. Jetzt am Ende nochmal leider nicht getroffen, sonst. Wäre er früher gestorben. Ich habe gerade die WP gesehen, dachte mir ein 100er, aber 666 war für was anderes ein 100er. Für Chanera weiß ich es gar nicht. Teufelschanera. Können aber trotzdem mal die IV checken. Abgesehen davon haben wir jetzt alle. Oh ja, die Quests haben wir auch erfüllt. Aber wir haben jetzt alle Dreier vom Event abgehakt. War cool. Drei neue. Sehr gut. Sehr viel Abwechslung. Ja, und wie gesagt. Jetzt schauen wir uns noch die Neuigkeiten an. So, ich glaube, ich bringe das Video heute noch. Heute Doppel-Upload. Anderes Video, heute um 12 rausgekommen. Meinung zur zweiten Nadelattacke, also nicht wirklich. Ich habe mich mit den Jungs getroffen, ein bisschen gegessen. Da haben wir halt allgemein über Pokémon geredet. Unter anderem ist eben auch die zweite Nadelattacke ins Gespräch gekommen. Und da haben die Jungs ihre Meinung abgegeben. Ansonsten für die ihren ersten Pike-Raid gemacht. Ob die den gefangen haben, seht ihr dann im Video. Und da jetzt das Thema mit dem Teamwechsel so viel Aufmerksamkeit, so viel Hype bekommt online und auch schon die ganzen Memes am Start sind, ein paar sind echt witzig, denke ich mir, lade ich das Video auch noch heute hoch. Doppel-Upload, also gönnt euch beide. Und wie immer, falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, hinterlasst ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Aber vor einer Woche, nicht mal, vor ein paar Tagen, oder? Wo ist denn das Video? Vor 6 Tagen, okay?
habe ich ein Video hochgeladen, Teamwechsel. Das war damals nur eine Theorie und jetzt ist es echt soweit. Krells hat im Code dieses Teammedaillon entdeckt. Kann man anscheinend im Shop kaufen, einmal im Jahr, einmal alle 365 Tage. Das heißt, wenn ich jetzt mein Team wechsle, ich könnte in 3 Jahren wieder gelb sein. Weiß ich nicht. Also wir reden gleich noch drüber, ob ich jemals Team wechseln würde. Aber an sich, zum Ausprobieren für die Videos und so, auf rot oder blau und dann auf rot oder blau und dann im 3. Jahr wieder auf gelb zurück. Wie gesagt, das war letzte Woche noch eine Theorie nur, aber für mich ganz plausibel, deswegen habe ich ja das Video gemacht. Und jetzt, ja, jetzt scheint es soweit zu sein. Ich habe euch hier gefragt, in dieser Community-Funktion, eine Umfrage, würdet ihr euer Team wechseln? Ja, sofort, nein, niemals und nur, wenn ein neues Team kommt. 14% ja, sofort, 60%, also 58%, nein, niemals, 27% nur, wenn ein neues Team kommt. 2151 Leute haben da mitgemacht. Ich glaube, ihr könnt da immer noch mitmachen, das läuft immer noch. Aber jetzt meine Frage an euch. Würdet ihr euer Team wechseln? Ich persönlich generell erstmal nicht, nein. Jetzt nicht unbedingt, weil ich so loyal bin oder sowas, sondern eher, weil ich halt keinen Vorteil sehe. Damals gab es natürlich mehr Vorteile. Damals war das Team noch viel entscheidender. Mit dem alten Agenda-System würde ich sagen. Da gab es halt echt Stadtteile, die waren halt echt von einer Farbe dominiert. Das heißt zum Beispiel, du wusstest, Bogenhausen, manche leugnen es, aber Bogenhausen war gelb. Das war Milosch sein Gebiet, die Arenen waren 10 gelb. Aber zum Beispiel auch dieses Gebiet hier, ich habe es aufgebaut, es war davor Mischmasch. Mit Absicht sogar, ich habe es eine Weile Mischmasch gelassen, falls irgendeine Farbe, also rot oder blau, zu hoch ihre Türme aufgebaut hat. Ich habe es einfach runtergehauen. Aber dann habe ich Milosch kennengelernt und habe mich dazu entschieden, ja, dieses Gebiet hier auf gelb aufzubauen. Und dann gab es andere Gebiete, da wusste jeder, okay, das ist konstant, das ist stark, das ist blau. Da wird sich auch nichts ändern. Oder andere Gebiete, die waren rot und alle roten waren dort. Wie zum Beispiel hier, wir hatten da eine Grenze. Hier war gelb und da hinten war rot und da hinten war blau. Also das war fest in Stein gemeißelt. Und wenn du Pech hattest und eine andere Farbe hattest, aber dort gewohnt hast, ja, da hattest du keine Chance, in eine Arena reinzukommen. Jetzt mit dem neuen Arena-System, jetzt juckt es halt so gar nicht. Die Arenen wechseln ständig die Farbe. Wir reden noch irgendwann mal über das Arena-System. Klingt eigentlich gut, dass ständig die Farbe gewechselt wird, aber ja, wie gesagt, dementsprechend ist es eigentlich vollkommen egal, welche Farbe du hast. Früher war es halt echt noch so, man hat sich mit seiner Farbe identifiziert. Ihr wisst ja, ich war in RSG, das ist so ein Clan. Und dieser Clan war nochmal in die ganzen Farben unterteilt. Und dann waren die Gelben zum Beispiel auf Arena Tour und haben mit den Gelben zusammen gechillt. Und die Roten mit den Roten und die Blauen mit den Blauen. Und haben da nochmal einzeln, separat was zusammen gemacht. Also das war schon sehr farbenorientiert und man war schon sehr zugehörig zu seiner eigenen Farbe. Und auch das erste, wenn man einen neuen Spieler kennengelernt hat, immer gefragt, hey, welche Farbe bist du? Das habe ich schon ewig nicht mehr gefragt. Also bei manchen Spielern, bei manchen Freunden, ich weiß nicht mal, welche Farbe die haben, weil das so irrelevant geworden ist. Klar, jetzt gibt es die Raids, jetzt gibt es noch Teambonus und so, aber Freundesbonus ist viel stärker. Teambonus, das sind 1-2 Bälle Unterschied. Das macht jetzt wirklich nicht die Welt. Also zumindest hier bei mir. Könnt ihr eure Meinung, eure Erfahrung unten in die Kommentare schreiben. Wie ist bei euch so? Spielen Farben noch eine wichtige Rolle? Identifiziert ihr euch noch mit eurer Farbe oder ist es eigentlich auch egal? Klar, ich bin gelb, aber na und? So in dem Sinne. Ich weiß nicht, dieses Gefühl ist halt echt weg. Damals noch war es halt viel stärker. Und wieso bin ich gelb geworden? Das fragen auch so viele Leute immer. Sage ich eigentlich auch immer. Damals, also ganz am Anfang, habe ich das nur nebenbei gezockt. Und ich habe ein bisschen länger gebraucht, bis ich Level 5 erreicht habe. Und bei Level 5 kann man ja sein Team auswählen. Und die anderen waren halt schon richtig süchtig. Waren schon Level 20 und so. Und 2 waren blau. Und 2 waren rot. Ja, und beide wollten, dass ich dann in ihr Team komme. Und natürlich dachte ich mir, scheiß auf euch. Scheiß auf euch. Natürlich nehme ich das, was keiner von denen gewählt hat. Die Farbe an sich war da natürlich egal. Ich wollte einfach nur nicht zu denen und nicht zu denen. Einfach so gegen den Strich gehen. Das ist so allgemein mein Motto immer. So meistens immer. Wenn es passt, natürlich gegen den Strich gehen. Ich hasse es so der Menge zu folgen. Deswegen bin ich gelb. Habe ich eigentlich nie bereut. War natürlich schwieriger als gelb. Auch jetzt zum Beispiel, würde ich wechseln auf blau, Alter, ich hätte wahrscheinlich das Dreifache oder Vierfache an Gold erreichen, weil das ist einfach geschenkt als Blauer. Ich hoffe, kein Blauer fühlt sich angegriffen, aber das ist halt so. Ich habe heute ein paar Arenen gemacht, Alter, ich drehe mich um, also ich setze mich rein, drehe mich um, ich bin wieder draußen. Ich komme zu der Arena, blau, voll, 6 Leute, stehen seit 2, 3, 4 Tagen drin, okay? Ich hau die raus, setze mich rein, drehe mich um, bam, bin wieder draußen. Wäre ich blau, würde ich mich reinhocken und tagelang dort chillen einfach, okay? Und ich hätte einfach wahrscheinlich halb München schon auf Gold als Blauer. Aber ich gehe gerne den harten Weg.
Ich bin immer auf der Seite des Underdogs. Deswegen auch gelb, deswegen auch, wenn Harry Potter Go rauskommt, Team Hufflepuff. Wie gesagt, ich bereue nichts. Ich habe viele nette gelbe Kollegen damals kennengelernt. Milos, Riad. Und wir hatten halt nicht diese Freundschaft aufgebaut. Weil damals, wie gesagt, die Farbe hat noch eine wichtige Rolle gespielt. Wir hätten damals wahrscheinlich nicht diese enge Freundschaft aufgebaut, wären wir andere Farben gewesen. Aber es gibt eigentlich keinen Grund, die Farbe zu wechseln. Zumindest nicht für mich. Und erst recht nicht, wenn es irgendwie im Shop, wenn es im Shop ist und ich irgendwie Geld oder Münzen dafür ausgeben muss. Dann erst recht nicht. Also ich würde es nicht mal umsonst machen. Ich würde es vielleicht machen, wenn die mir Gold geben müssen. Ist ja, ihr kennt Draconius Go. Ja, ja, das tote Spiel, bla bla bla. Draconius Go hatte auch ein Problem. Es hat zwei Farben. Und da gab es eine Zeit, wo eine Farbe zu oft gewählt wurde. Und wenn man da die andere Farbe gewählt hat, hat man sogar eine Belohnung bekommen. Aber ich sehe keinen Grund. Ich meine, das mit der Farbe hat sich eigentlich auch ziemlich balanciert. Es gab echt eine Zeit, da war Blau so dominant, aber aus irgendwelchen Ecken sind die Gelben rausgekrochen. Und die Gelben sind jetzt eigentlich auch ziemlich gut repräsentiert. Aber eure Meinung unten in die Kommentare, würdet ihr jemals euer Team wechseln? Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.